Leute, ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Anlasser funktioniert schon mal. Anlasser funktioniert, Leute. Ich kriege einen Haken gleich. So, guten Abend, Leute. Ich wollte gerade anfangen, das Video zu schneiden, was ihr jetzt quasi dann im Anschluss sehen werdet. Ich habe in dem letzten Video vergessen, und jetzt in diesem Video, was ich jetzt gerade schneide, jemanden zu grüßen. Und zwar hatte mir jemand mal unter den Kommentaren geschrieben, ein Tom Richter. Er wohnt auch in Rheinberg und wollte, dass ich ihn grüße. Hallo Tom, finde ich cool, dass du meine Videos guckst und gegrüßt werden möchtest. Irgendwie ist der Kommentar verschwunden. Ich habe aber die Benachrichtigungen damals bekommen und ich habe es auch nicht vergessen. Ich habe mir extra einen Screenshot gemacht. Und kurz nochmal dazu, ist es wohl öfter schon vorgekommen, dass Kommentare einfach verschwinden, ohne dass die vom Verfasser gelöscht worden sind. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie ist es so. Es sind wenige Kommentare, das ist jetzt nicht gut. Bei mir ist es sowieso sehr überschaubar, aber trotz alledem wollte ich das mal kurz erwähnt haben. Das andere Ding ist, wir haben jetzt schon den 7.12. Bis vorhin hatten wir Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Nikolaus und schön mit euren Familien verbracht. Das wollte ich eigentlich schon im letzten Motovlog machen mit dem Grüßen, habe ich aber irgendwie vergessen. Ach so, was ich noch sagen wollte, und zwar eine kleine Ankündigung. Und wenn jetzt die nächsten Tage mal ein bisschen trockenes Wetter ist und ich hatte noch ein kleines Weihnachtsspezialvideo vor, und zwar wollte ich ein paar Nikoläuse noch verteilen auf dem Motorrad. Ich denke oder ich hoffe, wenn jetzt wirklich Dienstag, Mittwoch das Wetter ein bisschen trocken ist, dass ich dann Nachmittag so gegen Dämmerung durch Rheinberg fahren werde und mal ein paar Nikoläuse verteilen werde. Oder wenn es diese Woche nicht klappt, dann eben nächste Woche. Ich muss halt schauen, auch wegen Arbeit und Wetter, auf jeden Fall noch vor Weihnachten habe ich vor, das zu machen. Und über die Aktion werde ich wahrscheinlich auf Instagram schreiben, dass wenn der ein oder andere Lust hat, der aus Rheinberg oder Umgebung kommt, mich zu treffen. Ich werde auf jeden Fall da wahrscheinlich euch auf dem Laufenden halten. Und wenn nicht, ich werde die Nikoläuse schon los. Gar kein Thema, denke ich. Ja, das war's dazu. Und dann wünsche ich euch erstmal, viel Spaß. Aber es ist ein Garagenvideo, sehr spontan. Und ja, war jetzt nicht großartig geplant. Aber das seht ihr dann jetzt. Okay, dann viel Spaß wünsche ich euch. So, guten Tag, Leute. Ich habe ein paar Teile zugespielt bekommen, was ich ziemlich geil finde. Und zwar habe ich jetzt hier dieses elektronische Ding da. Und, warte, zum Schluss war ja dabei. Okay, das ist jetzt absoluter Fehl. Ich habe ja meinen Schlüssel, mein Zündschloss. Und wenn ich den jetzt auf On drehe, hier, zack, auf jeden Fall schon mal Lebenszeichen. Hallo! Und Licht und so funktioniert auch. Meine Batterie ist jetzt leider zu schwach, sonst würde ich mal versuchen, den ganzen Anlassermister mal laufen zu lassen. Die Batterie war einfach zu schwach, deswegen habe ich direkt das Ladegerät daran geklemmt und dann mit Überbrückungskabel hier da an die Batteriepole von dem Motorrad. Zündkerze habe ich natürlich schon rausgedreht, damit natürlich nicht so viel Druck drauf ist, damit, weil ich schon gedacht habe, dass die Batterie zu schwach ist, aber trotzdem ist die Batterie viel zu schwach. Die ist von meiner Intruder sogar noch, also die liegt hier schon anderthalb Jahre rum, ist den natürlich kaputt. Ja, es gibt noch die Möglichkeit, vielleicht mit dem Auto zu überbrücken. Das könnte ich machen. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht draußen, dann würde ich das mal eben probieren. Aber mal ein kurzes Update halt, dass die Elektronik funktioniert. Was mich wirklich schon mal sehr freut, ein wirklich kleiner Erfolg ist. Jetzt weiß ich auch, der Schalter da oben, der gehörte da oben rein. Der war einfach nur lose. Warum auch immer. Ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke,
Ist ja jetzt, wie ihr sehen könnt, sehr neutral. Was ich auch richtig schön finde hier, ich glaube, kann man jetzt sehen, der Rest vom Motor ist total dreckig. Nur diese Stelle, da habe ich einmal ganz kurz drüber gewischt und das Chrom ist in verdammt gutem Zustand. Also wenn ich da jetzt mal mit richtiger Chrompolitur drauf gehe, dann glaube ich, wenn man jetzt mal vergleicht, so sah das vorher aus. Gut, das ist jetzt natürlich Staub und alles, aber und das jetzt danach, auch dass die Anzeige hier noch richtig klar und schön aussieht, finde ich schon mal ziemlich geil. Ja, die Sitzbank, da habe ich ja mit Ballistol sauber gemacht, habe ich auf Instagram mal ein Foto hochgeladen. Das Teil habe ich auch noch gefunden in der Kiste. Ja, ich glaube, sowas bräuchte ich aber auch noch für die andere Seite wahrscheinlich. Und da war jetzt nur noch einer dabei. Ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite auch noch irgendwie so ein Deckelchen kommt oder irgendwie was. Da werde ich wohl jetzt mal ausprobieren. Ich musste jetzt natürlich erstmal die ganze Zündanlage hier verkabeln, also was aus dem Motor rauskam. Und das sind ja alles einzelne Adern. Aber Gott sei Dank, wenn man nicht gerade farbenblind ist, dann kriegt man das auch hin. Und vorhin, das Zündschloss, das war ja gar nicht dran. Das war ja hier nur so mit Kabelbinder festgeklipst. Das kommt ja dann später hier dran, das Zündschloss. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wofür der scheiß dicke Stecker ist. Ich hatte alles angeklemmt, ich so, das kann doch nicht wahr sein, irgendwas muss doch fehlen. Und dann durch Zufall, weil ich diese Klappe gefunden habe, sehe ich dann noch das Zündschloss und dann sehe ich, oh, da ist auch noch ein dicker Stecker dran. Und dann war mir natürlich klar, das muss er sein. Das muss ich dann natürlich irgendwann mal noch rausfinden, das wird wahrscheinlich für Rücklicht und all so einen ganzen Kram sein. Wofür der Bums hier ist, weiß ich auch nicht. Aber, pff, ja, werden wir sehen, ne? Dann gehe ich jetzt mal, glaube ich, wenn es nicht regnet, nach draußen zu meinem Auto und versuche dann mal mit meiner Autobatterie einmal hier quasi überbrücken und zu sehen, ob ich überhaupt einen Zündfunke an, ob hier überhaupt Zündfunke kommt. Und dann wäre das natürlich schon für heute oder überhaupt fürs Erste schon mal ein großer Erfolg, weil dann wüsste ich, dass die Elektronik soweit funktioniert. Und dann wäre der nächste Schritt natürlich irgendwann dann mal mit dem Benzintank. Habe ich Gott sei Dank für nichts bekommen. Also hätte auch sein können, dass das alles nicht passt, auch die Elektronik. Ja, was ich noch neu machen musste hier, der. Tja, ich habe natürlich gerade wieder Wortfindungsstörung. Ja, meine Fresse. Massepunkt, der war abgerissen. Was musste ich neu? Ich habe von meinem Laderegler. Den habe ich hinten angeklemmt, habe ich einen neuen Stecker dran gemacht. Ja, das war's. Erstmal so. Also ich habe jetzt das nur alles verkabelt, angeklemmt und dafür habe ich ja jetzt schon 2 Stunden gebraucht, aber einfach mal ein bisschen so zu gucken, wie die Sache aussieht. Und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich passiert. Was mich auch immer noch extrem stört, ist das hier. Also der Bügel, der bleibt ja dran, schon allein wegen der Sitzbank. Aber allerdings mache ich das obere Teil natürlich schwarz. Das bleibt chrom und was auch chrom ist, so, ich glaube, ich bin am überlegen, dass ich die Chromteile alle chrom lassen werde, schön sauber mache und mal schauen. Also ich habe schon so grobe Richtungen, in die ich jetzt gehen möchte und das wird auch kein Bobber, weil die Sitzbank wird bleiben, vorerst alles so. Ich mache hier schöne Koffer dran, so, naja, à la Bagger, also so ähnlich wie, also es geht schon so in die Richtung Road King, sage ich mal, aber auch nicht ganz so krass halt eben. In Japan-Style. Ja, dann schaue ich mal, ob ich hier gleich noch irgendwie einen Erfolg verbuchen kann oder auch nicht. Oder vielleicht gehe ich nach oben, weil mir ist arschkalt. Mal sehen. Ich gucke jetzt erstmal, wie draußen die Lage ist. Es zieht selbst durch die Garage hier rein, also durchs Garagentor. Ich habe natürlich die Heizung noch im Keller, aber egal. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt mal die Wilma angeklemmt an meine Kontakte bzw. die Batterie meiner Wilma. Und das ist kein Witz. Ich mache jetzt zum ersten Mal die Zündung an. Gucken, ob das aber funktioniert. Jo. Licht kommt. Leute, ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Das funktioniert schon mal. Anlasser funktioniert, Leute. Ich kriege einen Haken gleich. So, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ja, Leute.
Warte, ich muss mal eben hier. Oh, ich habe hier so wenig Platz jetzt gerade, weil natürlich draußen alles regnet und hier alles nass. Ja, finde ich nicht so schön, wenn sie im Nassen steht, aber ich brauchte die jetzt eh drin für die Batterie. Und ihr habt gehört, dass sich das gelohnt hat. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob hier tatsächlich ein Zündfunke kommt. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Ich muss euch mal eben weglegen. Zündfunke kommt nicht. Ja, da muss ich mal gucken, warum kein Zündfunke kommt. Aber der Anlasser läuft schon mal, der Motor dreht. Das ist schon mal geil. Der Motor dreht sich. Als ich gedreht habe, hier kam auch richtig also, dass auf jeden Fall auch ein bisschen Kompression noch drauf sein muss. Also, ist auf jeden Fall nicht so. Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. So, ich mache jetzt aus. Falls noch ein Zündfunke, falls ich den jetzt heute noch hinkriegen sollte, weil mir ist echt arschkalt, dann melde ich mich. Ansonsten war es das jetzt erstmal für jetzt, heute. Oder vielleicht mache ich das noch in diesem Video rein, ich weiß noch gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal einen Teilerfolg für heute und das ist schon mal geil für mich. Okay, Leute.